Sie sind diskret und weitgehend unbekannt. Die Rede ist von den Firmen in der Private-Equity-Branche. Mit ihrer Diskretion hat sich die Branche aber ein Imageproblem eingehandelt. In der Öffentlichkeit werden Private-Equity-Firmen gelegentlich als gefräßige Heuschrecken bezeichnet, die über Firmen herfallen und sie aussaugen. Zum Teil zu Unrecht. Seriösen Private-Equity-Investoren gelingt es, mit ihrem Know-how Unternehmen besser zu positionieren. Alessandra Stüff blickt erstmals hinter die Kulissen des größten Schweizer Private-Equity-Hauses. Es duftet angenehm nach den riesigen, gegerbten Kuhhäuten, die auf ihre Weiterverarbeitung warten. Bei Desede im aargauischen Klingnau entstehen in feiner Handarbeit exklusive Ledermöbel. Allerdings verkauft Desede seine Luxussofas in der Wirtschaftskrise deutlich schlechter. Die Firma hat ebenso wie die Konkurrenz mit Umsatzrückgängen von rund 30% zu kämpfen. Das bedeutet Arbeit fürs Management. Die beiden Verwaltungsräte Tobias Ursprung und Urs Rickenbacher treffen Desede-Chefin Alice Stümke. Hallo Urs, freut mich, dich zu sehen. Danke. Vielleicht fange ich mal damit an. Ihre Antwort auf die Krise lautet: investieren. Stümke möchte den Hauptsitz umbauen. Die teuren Ledermöbel sollen in einem exklusiveren Rahmen präsentiert werden als bisher. Oder auch das eine Alternative, das sind mal die ersten Vorschläge von den Architekten. Ein schöner Showroom kann helfen, Kunden zum Kauf zu motivieren. Bis es soweit ist, muss Desede aber die Fixkosten senken. Verwaltungsrat Tobias Ursprung präzisiert. Ja gut, wir sind leider auch in der Situation, dass wir Kurzarbeit machen bei Desede. Wir haben eine gewisse Kapazität, die wir schon müssen abbauen. Selbstverständlich, es geht einfach nicht anders in dieser Situation. Das ist echt bedauerlich, aber so ist das. Tobias Ursprung sitzt für Capvis im Verwaltungsrat. Das Private Equity House hat Desede vor 2 Jahren gekauft. Ursprung baut die Firma jetzt um. Dafür holt er sich Hilfe von Branchenexperten. Urs Rickenbacher präsidiert den Verwaltungsrat. Alice Stümke leitet Desede. Ich finde es eine spannende Konstellation, weil ich Capvis bis jetzt als sehr unternehmerisch, als langfristig denkend mitbekomme. Sie bringen sehr viele Erfahrungen auch mit ein von anders gelagerten Unternehmungen. Da gibt es Möglichkeiten, dass man Analogien bilden kann und da können wir alle zusammen nur profitieren und das für das Unternehmen mit einsetzen. Wir haben hier mal überhaupt das Ganze. So wie bei Desede verfährt Capvis bei all seinen Firmen. Das Private Equity House setzt dort auf das Wissen von Branchenkennern, wo es sich selbst zu wenig auskennt. Dafür weiß Ursprung, wie man eine Firma organisiert und deren Finanzen managt. Für Desede heißt das: Die Industrie von Polstermöbelherstellern ist kennzeichnet durch sehr, sehr viele, sehr kleine Unternehmen, die durch Patriarchen geführt sind, die selber ein Designer sind etc. Wir wollen aus der Desede-Gruppe ein modernes Marketing- und vertriebsorientiertes Unternehmen gestalten, wo wir uns überlegen, was sind unsere Zielgruppen, welche Produkte brauchen die, welche Preispunkte müssen wir treffen, welche Distributionskanäle. Also kein Rocket Science, nichts Besonderes, sondern eigentlich einfach moderne Managementtechniken in dieser Industrie einführen. Und so funktioniert Private Equity. Eine Private Equity Firma lanciert einen Fonds. Für diesen Fonds sucht sie Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen. Diese investieren in den Fonds. Die Private Equity Firma selbst investiert auch in den Fonds. Das Geld der Investoren ist in der Regel für 10 Jahre gebunden. Die Private Equity Firma will nun das privat gehaltene Unternehmen A kaufen. Der Gründer des Familienunternehmens will sich aus Altersgründen zurückziehen. Für den Kauf von Unternehmen A gründet die Private Equity Firma eigens eine Zweckgesellschaft, die A Holding. Die Private Equity Firma bezahlt einen Teil des Kaufpreises, in der Regel ein Drittel, mit dem Geld aus dem Fonds. Das Eigenkapital fließt in die A Holding. Den größeren Teil, zwischen 60% und 70% des Kaufpreises, finanziert sie auf Kredit. Das Fremdkapital fließt auch in die A Holding. Mit dem Kredit und dem Geld aus dem Fonds zahlt die A-Holding den Verkäufer aus. Dafür erhält sie 100% der Aktien des Unternehmens A. Nicht die Private Equity Firma selbst, sondern die A-Holding zahlt den Kredit sowie die Kreditzinsen. Und zwar aus den Gewinnen, die Unternehmen A jedes Jahr erwirtschaftet. Das ist die Besonderheit des Geschäftsmodells Private Equity. Dank des Einsatzes von günstigem Fremdkapital kann sich die Private Equity Firma mit geringen Eigenmitteln mehr Firmen leisten. Die Private Equity Firma investiert im Schnitt in 10 bis 20 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.
Capvis ist derzeit in 10 Firmen investiert. Das Private Equity House ist das größte der Schweiz und seit fast 20 Jahren im Geschäft. Capvis gilt in der Branche als konservativ. Anders als mancher Konkurrent, der seine Firmen hoch verschuldet, quetscht Capvis aus seinen Unternehmen nicht den letzten Prozentpunkt Rendite heraus. Tobias Ursprung gerät deshalb in Rage, wenn er dennoch als Heuschrecke tituliert wird. Ja, wunderbar. Länder. Er und Daniel Fleig sind Partner bei Capvis. Auch Fleig ärgert, dass ein paar schwarze Schafe das Image der Branche prägen. Ich glaube, es gibt in jeder Branche gibt es gute Leute. Die meisten sind gute Leute. Es gibt überall, wie auch bei Fleig, die schwarze Schafe. Und das wird nicht breitreten. Ich glaube, die meisten unserer Kollegen machen genauso gute Arbeit wie wir auch. Die Gesamtschuldenlast ist 400 Millionen für einen EBITDA von 40 Millionen im 2008. Also die Kinder wollen was anderes machen, die haben am liebsten Geld. Für das schlechte Image der Branche hat Daniel Fleig noch eine weitere Erklärung. Wir haben bis jetzt auch nie die Öffentlichkeit gesucht. Und deshalb ist das irgendetwas gewesen, was im Verborgenen zum Teil stattgefunden hat. Zum Capvis-Portfolio gehören bekannte Firmen wie Ticket Corner, Desede oder die deutsche WMF, ein Hersteller von Töpfen und Pfannen. Fleig und Ursprung prüfen eine Firma mehrere Monate, bevor sie einsteigen. Ich denke, wir schauen pro Jahr vielleicht ungefähr 100 Firmen an, ein bisschen genauer an. Wir haben gewisse Kriterien, was Capvis überhaupt machen darf, vorgegeben von den Investoren. Das sind mittelständische Unternehmen mit einem wesentlichen Arbeitsfeld im deutschsprachigen Europa. Und dann schauen wir an, was können wir mit diesen Firmen machen. Sehen wir einen Plan, haben wir eine Idee, wie wir die Firma über die nächsten 5-6 Jahre entwickeln können, dass die Firma noch wertvoller ist, spannender ist, besser positioniert ist. Das ist am Schluss unser Job. Weil nur dann können wir unseren Investoren am Schluss mehr Geld zurückgeben, als wir am Anfang investiert haben, wenn wir es schaffen, die Firmen besser zu positionieren. Und das machen Finanzinvestoren so. Die Private-Equity-Firma versucht, Umsatz und Ertrag der Unternehmen zu steigern, indem sie zum Beispiel die Kosten senkt, neue Kunden gewinnt, ins Ausland expandiert. Gelingt es der Private-Equity-Firma, ein Unternehmen erfolgreicher zu machen, kann sie es teurer wieder verkaufen. Gelingt es ihr nicht, ein Unternehmen erfolgreicher zu machen, erleidet die Private-Equity-Firma mit dem Unternehmen einen Verlust, im schlimmsten Fall einen Totalverlust. Ein Weiterverkauf findet in der Regel nach 5 Jahren statt. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in den Fonds. Am Ende der Laufzeit des Fonds, also in der Regel nach 10 Jahren, wird der Fonds aufgelöst. Die Investoren, also Pensionskassen, Versicherungen und auch die Private Equity Firma selbst, erhalten ihr Geld zurück. Ortswechsel. In Frankfurt findet die Konsumgütermesse Ambiente statt. Von Wirtschaftskrise ist hier nichts zu spüren. Capvis-Partner Daniel Fleig besucht den Messestand von WMF. WMF-Konzernchef Thorsten Klapproth begrüßt ihn herzlich. Fleig sitzt für Capvis seit 2006 im Verwaltungsrat der Firma WMF, an der Capvis 52% gehören. Konzernchef Thorsten Klapproth zeigt Fleig die verschiedenen Neuheiten. Auf der rechten Seite Innovation vom letzten Jahr, die super gelaufen ist, das fängt schon vor. Bisher hat WMF die Krisenklippen geschickt umschifft. Von Kurzarbeit sind nur wenige der insgesamt 5.800 Mitarbeiter betroffen. Fürs Gesamtjahr rechnet WMF damit, den Umsatz auf dem Niveau von 2008 halten zu können. Eine beachtliche Leistung, zu der auch Capvis beigetragen hat. Capvis hat für mehr Kompetenz im WMF-Aufsichtsrat gesorgt, dem Pendant zum Schweizer Verwaltungsrat. Der Konzernchef hat gute Erfahrungen mit den Schweizer Finanzinvestoren gemacht. Capvis investiert in gesunde Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Offensichtlich sind wir ein solches Unternehmen und wir haben uns ja auch in den letzten Jahren gut weiterentwickelt. Was sich geändert hat bei den Rahmenbedingungen ist zum Beispiel die Besetzung des Aufsichtsrats. Und die Besetzung dort ist heute sehr stark durch Kompetenz geprägt, die wir im Unternehmen brauchen. Handelskompetenz ist da, Produktkompetenz ist da. Und das ist eine interessante und spannende Zusammenarbeit. Zurück bei Capvis in Zürich. Die Wirtschaftskrise hält Tobias Ursprung in Atem. Nicht alle Firmen stehen so solide da wie WMF.
Bei manchen muss Capvis mit den Banken die Kredite neu verhandeln, unter Umständen sogar mehr Eigenkapital einschießen. Und wie geht es Capvis selbst? Capvis als Fonds, als Gesellschaft, hat jetzt gute Timing gehabt, Geld aufzunehmen im Moment, wo die Krise noch nicht zugeschlagen hat. Das heisst, uns als Capvis selber geht es sehr gut. Wir haben sogar Investitionsmittel im grossen Ausmaß, um neue Akquisitionen zu machen. Der zweite Bereich sind unsere Portfoliofirmen. Und da, wie Dani Fleig gerade gesagt hat, geht es darum, die vorzubereiten auf die Krise und die Firmen gut durch die Touren zu managen. Bekommt Capvis noch Kredit bei den Banken selber für Deals, für neue Deals? Also die Situation im Finanzmarkt ist sehr, sehr angespannt. Es ist sehr schwierig, neue Kredite überzukommen. Banken scheuchen sich davor, größere Beträge festzusagen. Das heisst, man muss mit sehr vielen Banken parallel verhandeln. Zurzeit gibt es kaum Transaktionen im Markt. Tobias Ursprung fährt zu einer weiteren Capvis-Firma. Der 44-jährige Ökonom verbringt die meiste Zeit damit, die Firmen durch die Krise zu coachen. Das geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. Wir haben eine unheimliche Verantwortung. Das drückt auch manchmal. Das ist natürlich einerseits faszinierend. Das ist eine tolle Aufgabe, eine faszinierende Aufgabe. Manchmal tut es einem auch sehr, sehr belasten, weil es sind viele Firmen, viele Arbeitsplätze, viel Schicksal, wo man sich überlegen muss, was ist die richtige Strategie in dieser Krise, um durchzukommen. Also es ist nicht immer nur ein einfacher Job. Die Investoren erwarten von Capvis die branchenüblichen zweistelligen Renditen. Wegen der Wirtschaftskrise muss das Private Equity House wohl bei den meisten seiner Firmen länger investiert bleiben, um solche Renditen erzielen zu können. Wie gerade gehört, halten sich die Banken zurück, wenn es um die Finanzierung von größeren Übernahmen geht. Derzeit finden also kaum größere Firmenkäufe oder Verkäufe statt.